Das Thema, ob und wenn ja, wie Selbstständige sozial abgesichert werden, hat in der Pandemie an Bedeutung gewonnen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema, ob und wenn ja, wie Selbstständige sozial abgesichert werden, hat in der Pandemie an Bedeutung gewonnen. Uns beschäftigt es aber bereits eine ganze Weile länger. Nicht erst seit der Pandemie verändert sich die Arbeitswelt, Erwerbsbiografien werden flexibler. Daneben gibt es Beschäftigungsformen wie unständig Beschäftigte, die aus der Zeit gefallen scheinen, früher als Tagelöhner am Hafen, heute als Schauspielerinnen oder Synchronsprecher, die befristet jeweils weniger als 7 Tage arbeiten. Und dazu das Thema soziale Absicherung für Selbstständige, das zu Recht in der Pandemie an Bedeutung gewonnen hat. Für alle diese Fragen wollen wir am liebsten eine Lösung. Für abhängig Beschäftigte haben wir die solidarisch getragene Arbeitslosenversicherung. Eine solche solidarische Möglichkeit, sich abzusichern, haben wir für Selbstständige nicht. Bisher gibt es die Arbeitslosenversicherung für Selbstständige nur als Brückenfunktion, Frau Schimke hat es gesagt, für diejenigen, die sich aus der abhängigen Beschäftigung selbstständig machen. Wir glauben, dass wir dort mehr brauchen. Trivial ist das allerdings nicht. Und deswegen ist es auch richtig, Frau Zimmermann, dass Sie ein solches Gesetz beim Arbeits- und Sozialministerium in sozialdemokratische Hände geben wollen. Es gibt aus unserer Sicht zwei Lösungswege. Der eine Lösungsweg ist, für unterschiedliche Arbeitsformen und Branchen eben auch unterschiedliche Versicherungen zu schaffen. Ein Beispiel dafür ist die Künstlersozialkasse. Die zweite Möglichkeit, und die ist mir deutlich sympathischer und die wäre aus meiner Sicht auch besser, ist eine Versicherung für alle. Denn unser Sozialstaat ist schon kompliziert genug, vor allem für die Bürgerinnen und Bürger. Und eine Versicherung, die durch die Erwerbsbiografie begleitet, so unterschiedlich diese auch sein mag, wäre sicher die bürgerfreundlichste Lösung. Dann entstehen allerdings andere Probleme und Gerechtigkeitsfragen, die es zu lösen gilt. Wann sind denn Selbstständige arbeitslos? Bisher gilt als arbeitslos, wer unter anderem den Vermittlungsbemühungen der Bundesagentur zur Verfügung steht und sich bemüht, die Beschäftigungslosigkeit zu beenden und wer weniger als 15 Stunden in der Woche arbeitet. Was könnte das für Selbstständige heißen? Was sind vergleichbare Kriterien? Soll es eine Pflichtversicherung sein oder soll es eine freiwillige Versicherung sein? Und wie stelle ich dann sicher, dass nicht nur die in schwierigen sozialen Lagen an der Solidargemeinschaft beteiligt sind und andere keinen Beitrag leisten, während bei den abhängig Beschäftigten alle solidarisch organisiert sind, unabhängig von ihrer Einkommenssicherheit? Was sind die Grundlagen und Rahmen für den Versicherungsfall? Folgen wir weiter dem Tagesprinzip oder wechseln wir zu einem Monatsprinzip? Welches Einkommen legen wir wann und wie zugrunde? Alles das werden wir weiter beraten und diskutieren. Es ist ein wenig komplizierter, als der Antrag der Linkspartei Glauben machen will, aber es ist die Mühe wert, nicht nur zu Zeiten der Pandemie. Ich freue mich auf die weitere Diskussion.